Wenn ihr sehen wollt, wie ihr alle 2 Sekunden 1000 € einfach so bekommt in GTA Online, dann bleibt auf jeden Fall dran. Haut rein. Bis zum Video. Ey Leute, Gaming Office ist wieder back am Start. Und heute mal was anderes. Ein ganz einfacher AFK-Glitch in GTA Online, mit dem ihr alle 2 Sekunden 1000 € bekommt. Das heißt, ihr kriegt in der Stunde um die 1,5 Millionen. Und ihr müsst halt wirklich nichts dafür tun. Es ist komplett für Anfänger, ihr müsst keine Voraussetzungen haben. Die Voraussetzungen, die es gibt, ist halt einfach, dass ihr eine Zweiergarage habt und einfach ein Auto von der Straße oder so nehmt. Also wirklich für komplette Anfänger in GTA Online. Und ja, ich zeige euch jetzt ganz einfach, wie es losgeht hier. Geht als erstes in Online, Online spielen, dann geschlossene Freundessitzung. Und dann sehen wir uns jetzt wieder. So Jungs, wir sind jetzt in der Garage und ihr habt jetzt einfach hier irgendein Auto drin. Ich nehme jetzt einfach mal hier den, obwohl ne, den möchte ich nicht nehmen. Ich nehme hier jetzt einfach mal den X80 Proto hier. So, und jetzt, ich werde jetzt hier nochmal einblenden, was ihr machen müsst, wenn ihr die Schritte nicht schafft direkt. Ich werde es jetzt mit euch direkt versuchen. Wenn ich es beim ersten Mal nicht schaffe, dann probiere ich es auch einfach und lasse es im Video drin. Geht jetzt auf euer Handy, geht auf Kontakte, dann geht ihr auf Lester. Hier, sobald ihr ihn anruft, drückt ihr zweimal hoch auf dem Steuerkreuz, gebt ihr Gas und drückt X gleichzeitig fast. Also zweimal hoch auf dem Steuerkreuz, Gas und gleichzeitig fast X drücken. Aber als erstes Gas und halt so minimal, also wirklich nur so ein paar Millisekunden danach drückt ihr dann einfach X. Ich werde es jetzt einfach probieren. Falls es nicht klappt, dann geht's halt nicht. I'm guessing you... Also ihr seht, wenn es geklappt hat, wenn euer Geld nicht abgezogen wurde oben rechts und es stand über der Minimap, ob dass ein Flugzeug gesucht wurde. Bei mir war jetzt der Fall, ich habe es nicht geschafft. Mir wurde zwar kein Geld abgezogen, aber bei mir wurde nicht über der Minimap angezeigt, dass ein Flugzeug gefunden wurde. Das heißt, ich muss jetzt nochmal rein. Wenn bei euch was anderes passiert, das seht ihr wahrscheinlich immer noch hier eingeblendet, dann macht ihr einfach das, was in der Anweisung da steht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt beim nächsten Mal vielleicht hätte oder nicht. Wir probieren es jetzt einfach so lange, bis es funktioniert. Why hello, okay, mir wurde jetzt wieder kein Geld abgezogen. Ich hab's wieder nicht gehittet. Wenn bei euch jetzt der Fall ist, dass ihr euer Geld abgezogen bekommt, dann müsst ihr wieder in die Story gehen oder geht hier einfach auf Online, dann auf Editor, und wenn ihr dann im Editor seid, geht ihr halt wieder auf Options und dann geht wieder auf Online geschlossene Freundessitzung starten, weil wenn euch das Geld abgezogen wurde, dann könnt ihr das nicht mehr in der gleichen Lobby machen. Und ihr müsst in euren PlayStation Einstellungen einstellen, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber ihr müsst auf Einstellungen, dann auf Energiespareinstellungen und dann müsst ihr einstellen, dass eure Anwendungen und eure Konsole nicht ausgeschalten wird nach einer bestimmten Zeit, also einfach auf nie ausschalten, und beim Controller genau das gleiche. Und das ist halt einfach jetzt wirklich ein Glitch, den wirklich jeder machen kann. Das einzige, was man sein muss, ist Level 45, aber ich denke, das wird jeder von euch geschafft haben schon. Hey there. Also ich hab's wieder nicht gehittet. Also ich würde sagen, ich cutte das jetzt soweit, bis ich es entweder mir einmal das Geld abgezogen wurde, um euch einfach zu zeigen, yo, so das müsst ihr machen, wenn ihr es auf die Art verkackt. Oder ich skippe jetzt einfach dazu, bis ich es geschafft habe.
How can I be of service? So, ich glaube, ich habe es sogar geschafft. Ein Flugzeug wurde gefunden und soweit ich weiß, wurde mir kein Geld abgezogen. Ich habe es jetzt sogar direkt danach geschafft. So, wenn das jetzt passiert ist, dann seht ihr hier auf der Karte, es stand ja über der Minimap, ein Flugzeug wurde gefunden. Ihr seht jetzt hier aber auf der Karte halt nirgendwo ein Flugzeug. Wenn das passiert ist und euch kein Geld abgezogen wurde, dann hat alles gut geklappt. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Auto zu dem Ort und dann sehen wir uns dort wieder. So, wir sind jetzt hier angekommen. Also ich markiere nochmal, ich zeige euch hier nochmal den Punkt. Also einfach hier beim Airport unten fahrt ihr einfach hier hin. Und von hier aus geht ihr dann einfach zu der Flughafenrampe vorne. Und dann fahrt ihr da in den Flughafen rein. So, wenn ihr dann hier seid, dann steigt ihr einfach raus. Und wenn ihr jetzt hier rüberläuft. So, genau. Ich habe jetzt 4.000 Dollar bekommen. Und jetzt, wenn ihr hier einfach rumsteht, dann müsstet ihr alle 2 Sekunden 1.000 Dollar bekommen. Genau. Jetzt müsst ihr einfach AFK gehen. Ich füge euch jetzt hier ein Bild ein, wie ihr das mit eurem Controller macht. Am besten ihr schließt den über USB einfach direkt an der Konsole an, und dann wird das Geld einfach die ganze Zeit auf euer Konto gebucht. Wenn ihr Angst habt, dass euch das Geld abgezogen wird, dann gebt einfach das Geld aus. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass euer Geld abgezogen wird, weil das macht Grox eigentlich bei keinem Glitch, den sie finden oder so, aber falls es der Fall sein sollte und ihr sicher gehen wollt, gebt einfach das Geld, was ihr durch den Glitch bekommen habt, in Sachen aus, keine Ahnung, Bunker, Nachtclub oder sonst irgendwas. Und dann wird euch das auch nicht mehr abgezogen, weil das, was man bekommt von Rockstar und das, was man abzieht von Rockstar, wird nicht mehr abgezogen, sag ich mal. Das war's dann mit dem Video. Haut rein, bis dann, ciao.